Spuren des Theologen haben sich übrigens auch die Abrafaxer aus dem Mosaik begeben. Die Comichelden waren bei den Dinosauriern, bei der schönen Nofretete und nun auch bei Martin Luther. Ein großes Jubiläum wirft seine Schatten voraus. Die Vorfreude auf das Reformationsjubiläum zaubert nicht nur Martin Luther schon jetzt ein kleines Lächeln ins Gesicht. Also eine Menge ist geplant. Mhm. Luther in 3D, auch sehr schön. Also ist schön die Idee, er selber jetzt eher nicht so vielleicht. Ist ja immer Geschmackssache. Ne? So, wir gehen mal ins Telefon, der Herr Wilde hat angerufen. Hallo Herr Wilde. Ja, hallo, hallo, hallo. Ich grüße Sie. Ihre Frage bitte. Ich rufe aus einem ganz bestimmten Grund an, und zwar, ich bin auf Luther tatsächlich durchs Mosaik gestoßen. Also ich bin Mosaik-Fan. Mhm. Und ich bin deshalb auch extra nach Wittenberg gefahren, war sehr erstaunt, wie viel man zu dem Thema und zum Thema Mosaik dort findet. War sehr erfreut darüber und hätte gern mal gewusst, ob ihre Studiogästin weiß, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist zwischen dem Heft und ja, Luther. Das weiß ich tatsächlich ganz genau, denn ich war nicht ganz unbeteiligt dran. Okay. Ja. Mit einem Kollegen vom Kultusminister, also damaligen Kultusministerium Sachsen-Anhalt, sind wir schon vor ungefähr guten 2 Jahren, haben wir uns bei den Machern des Mosaiks gemeldet, die ja dafür bekannt sind, dass sie immer in historische Zeiten gehen. Und dann mit den Geschichten natürlich, um die Geschichten am Rande, so auch Weltgeschichte einfach erzählen. Mhm. Und wir haben uns gedacht, passend zum Reformationsjubiläum könnten sie ja vielleicht auch mal nach Mitteldeutschland reisen und sich auf die Spuren der Reformation begeben. Und das war ganz spannend, denn die erzählten uns, dass sie just am selben Tag, als unser Anruf kam, in ihrer Redaktionssitzung darüber gesprochen hätten, welche Persönlichkeiten sie denn noch nicht so beleuchtet haben. Und sie hatten im Kopf, dass ja jetzt bald ein Jubiläum ansteht und dass man das machen konnte. Und so sind wir zur Zusammenarbeit gekommen. Also es war fast Schicksal. Hat also gepasst. Herr Wilde, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, danke auch. Danke auch. Vielen Dank für die Info. Tschüss. So, jetzt gucken wir uns aber mal an, was in dieser Kiste ist. Mhm. Ah, jetzt haben wir es aber lange genug gespielt.